In Dubai findet zurzeit die UN-Klimakonferenz statt, die COP28. Es geht um das Eindämmen des Klimawandels. Regierungsvertreterinnen und Vertreter sind da, Vertreterinnen aus der Industrie und natürlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und einer von ihnen ist der Klimaforscher Niklas Höhne. Er ist einer der Gründer des New Climate Institute und Professor an der Universität Wageningen. Hallo, Herr Höhne, ich grüße Sie. Hallo. Herr Höhne, sagen Sie, was ist der Stand der Verhandlungen momentan aus Ihrer Sicht? Ja, am Anfang der Verhandlungen gab es ein ganzes Feuerwerk von Ankündigungen und Initiativen. Das hat so ein bisschen gute Stimmung gemacht hier. Aber erst die von allen abgestimmte Abschlusserklärung, die am Ende dieser zwei Wochen dann hoffentlich durchgeht, die wird zeigen, ob das alles Substanz hat oder ob das nur ein Strohfeuer war. Also es geht jetzt in die heiße Phase und jetzt muss geschaut werden, ob man das wirklich in festen Text, der von allen abgestimmt wird, umsetzen kann. Jedes Jahr stellt die Entwicklungsorganisation German Watch und das New Climate Institute, also Ihr Institut, das Sie ja gegründet haben, den Klimaschutzindex vor. Worum genau geht es bei diesem Klimaschutzindex? Ja, bei dem Klimaschutzindex vergleichen wir die klimapolitischen Maßnahmen von 63 Ländern und der EU. Und da geht es eben darum, wie entwickeln sich die Treibhausgasemissionen, wie viel erneuerbare Energien gibt es, wie ist es mit der Energieeffizienz und wie ist die Klimapolitik der Länder. Und wir schauen uns die Vergangenheit an, was jetzt passiert und die Zukunft. Und ein wichtiger Teil ist auch die Bewertung der Klimapolitik. Das machen über 450 Expertinnen und Experten weltweit. Die geben uns Informationen, wie gut die Klimapolitik ist. Und wie gut ist die Klimapolitik? Eigentlich müsste sie ja super sein, weil es hat einen Riesenboom an E-Autos gegeben, an Elektroautos. Die Erneuerbaren sind ausgebaut worden. Eigentlich muss doch alles super sein. Ja, müsste eigentlich. Das ist ja auch das Ziel vom Pariser Klimaschutzabkommen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel einhalten und komplett aus Kohle, Öl und Gas aussteigen. Aber leider macht eben noch kein einziges Land alles richtig. Deswegen sind die ersten drei Plätze frei. Und das heißt halt, wir müssen uns sehr, sehr anstrengen. Einige Länder machen einiges richtig, aber kein einziges Land macht alles richtig. Da muss noch mehr passieren, leider. Wer liegt denn eigentlich vorne dann? Ja, ganz vorne im Ranking sind Dänemark, Estland und die Philippinen. Dänemark ist sehr gut, weil sie schon sehr lange angefangen haben mit Klimapolitik und das über Regierungen hinweg durchgehalten haben. Estland ist nach vorne gerutscht, weil sie sich ein neues Ziel für die erneuerbaren Energien gesetzt haben, im Strombereich sehr ambitioniert, sehr gut. Und Philippinen ist ein Land, das sehr weit oben im Ranking ist, weil es noch sehr niedrige Emissionen hat, pro Kopf gemessen. Und deshalb wird von dem Land etwas weniger erwartet. Aber für ein Land mit diesem Emissionsprofil hat es doch relativ viel geleistet. Was in etwa ist die Datenlage, wenn Sie jetzt sagen, niedriges Pro-Kopf-Auskommen? Und es klingt so ein bisschen, als wären die Länder vielleicht doch nicht ganz vergleichbar. Was sind die Grundlagen, die Datengrundlagen? Die Länder sind natürlich sehr, sehr verschieden, ne? Und das jetzt in einen Index zu packen, ist nicht so ganz einfach. Deswegen haben wir versucht, das so gut wie möglich zu machen. Aber es kommt natürlich immer auf die Perspektive drauf an, die man ansetzt. Für uns war ganz wichtig, dass es natürlich Länder gibt, die haben sehr hohe Pro-Kopf-Emissionen. Also pro Person wird sehr viel emittiert. Da sind die ölexportierenden Länder dabei, aber auch die USA. Dann etwas weniger sind wir das in Deutschland, noch etwas weniger ist der Durchschnitt in der EU. Aber da sind wir immer noch mehr als pro Kopf. Und dann kommt irgendwann Länder wie Indien, die nur halb so viel pro Kopf emittieren wie der Weltdurchschnitt. Und das kann man natürlich auf unterschiedliche Arten und Weisen zusammenbringen. Und wenn ein Land, das mehr pro Kopf Emissionen hat, muss natürlich mehr tun als ein Land, das weniger hat. Und wo steht Deutschland im Vergleich? Ja, Deutschland ist auf Platz 14, ist zwei Plätze nach vorne gegangen. Das liegt daran, dass den erneuerbaren Energien deutlich es vorangegangen ist. Aber Deutschland hat noch sehr viel nachzuholen. In allen anderen Sektoren läuft es nicht so gut. Im Verkehrssektor gibt es fast keine wirklich politischen Maßnahmen, die durchgreifen. Das Heizungsgesetz ist mehr abgeschwächt umgesetzt worden. Und auch im Industriebereich sieht es derzeit nicht so gut aus, insbesondere wegen der Haushaltssperre. Und deshalb muss Deutschland ordentlich nachlegen, um seine selbst gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Wenn Sie Deutschland jetzt eine Note vergeben müssten oder würden, was wäre das für eine Note?
Ja, irgendwas mit einer 3, würde ich sagen. Aber wie gesagt, 3 ist nicht gut genug. Wir sind so spät dran mit dem Klimaschutz. Wir schieben das immer auf die lange Bank und müssten jetzt eigentlich ja in den Notfallmodus schalten. Und diesen Notfallmodus sehe ich in Deutschland überhaupt nicht. Und das kann eigentlich nicht so weitergehen. Gibt es denn auch Länder, die sich aus Sicht des Indexes verbessert haben? Ja, ein Land hat sogar 15 Plätze nach vorne gerutscht, Brasilien. Und das liegt daran, dass die Regierung unter Präsident Lula sich um die Entwaldung kümmert. Das ist ein großer Treiber der Emissionen in Brasilien. Amazonas ist sehr wichtig und sollte eben geschützt werden. Und das hat diese Regierung geschafft. Und deshalb sind die sehr viel besser bewertet worden als noch letztes Jahr. Was ist mit dem großen Player China? Ja, China ist unverändert auf Platz 51 und China ist ja sehr, sehr wichtig, weil China hat ungefähr ein Viertel der globalen Treibhausgasemissionen und dort wird auf der einen Seite werden die erneuerbaren Energien sehr schnell ausgebaut, aber das wird überkompensiert von dem steigenden Energiehunger. Und da ist die Hoffnung, dass auf lange Sicht sich das ändert, dass die Erneuerbaren so schnell wachsen, dass sie schneller wachsen als der Energiehunger. Aber das ist eben in der Vergangenheit noch nicht passiert. Inzwischen hat China höhere Pro-Kopf-Emissionen als wir in der EU. Und das ist kein gutes Zeichen. Deswegen muss China auch endlich anfangen, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und nicht sie immer in die Höhe fahren. Der Weltklimagipfel findet ja gerade in Dubai statt. Wie steht es da um den Klimaindex? Ja, die Vereinigten Arabischen Emirate sind neu dabei dieses Jahr und haben den drittletzten Platz eingenommen. Sie haben ja ein Emissionsprofil, das viele ölexportierende Länder haben. Sehr hohe Pro-Kopf-Emissionen, sehr hoher Energieverbrauch, fast keine erneuerbaren Energien und weiterhin steigende Emissionen. Und trotz der Ankündigung, die die Vereinigten Arabischen Emirate hier gemacht haben, sieht es eben nicht gut aus. Da müsste deutlich mehr passieren hier, damit das tatsächlich, ja, damit die Vereinigten Arabischen Emirate wirklich gut dastehen würden. Wenn Sie jetzt auf diesen Klimaschutzindex gucken, ist der für Sie frustrierend oder sagen Sie, okay, da ist Luft nach oben und es hat Bewegung gegeben? Es hat Bewegung gegeben, insbesondere bei den Erneuerbaren. Aber eigentlich müssten wir jetzt jedes Jahr einen riesigen Schritt nach vorne sehen, dass die Länder ja im Notfallmodus so viel politische Maßnahmen umsetzen wie möglich. Und wir sehen derzeit so ein bisschen das Gegenteil. Die Länder haben, weil sie eben sich um andere Dinge kümmern, andere Krisen, die gerade sind, weniger klimapolitische Maßnahmen umgesetzt als noch in den Jahren davor. Und das ist im Prinzip ja genau die falsche Bewegung. Wir bräuchten das genaue Gegenteil. Einen riesigen Schritt nach vorne, jedes Jahr. Und das sehen wir hier leider nicht. Deshalb ist es, glaube ich, aus meiner Sicht so wichtig, dass wir hier bei der Klimakonferenz es noch hinbekommen, ein wichtiges Signal zu senden an alle Länder, dass man hier nachlegen muss. Wie kann denn dieses Signal aussehen aus Ihrer Sicht? Ja, ganz wichtig wäre, wenn diese Konferenz drei Ziele annimmt, und zwar einstimmig annimmt. Und das ist die Verdreifachung der erneuerbaren Energien, die Verdopplung der Energieeffizienz und der Ausstieg aus fossilen Energien ohne Hintertürchen. Das ist ganz wichtig, denn wenn sich alle Länder einig sind, das zu tun, dann kann das eben dazu führen, dass die Länder sich wohler fühlen dabei, politische Maßnahmen umzusetzen, weil sie eben nicht alleine sind, sondern weil es eben alle zusammen machen. Und das ist eben sehr hilfreich. Und dieses Signal hier zu senden, auch gegen die Widerstände, die es noch gibt, das wäre sehr wichtig. Derzeit gibt es Widerstände, insbesondere von den ölfördernden Ländern, die das nicht wollen. Aber da gilt es jetzt eben, die letzten Tage auszunutzen und da Koalitionen zu schmieden, um das doch noch hinzubekommen. Wenn das nun einstimmig nicht gelingen sollte, wäre es dann nicht an Ländern wie Deutschland voranzugehen und zu sagen, wir müssen das schaffen? Ja, so scheint es derzeit zu sein. Also Deutschland setzt sich sehr ein dafür, dass diese drei Ziele, insbesondere auch der Ausstieg aus den fossilen Energien, hier durchgebracht wird. Und aus meiner Sicht wäre das dann auf alle Fälle angebracht, dass Deutschland dort eben zusammen, nicht alleine, aber zusammen mit der EU wenigstens und anderen Staaten hier als Vorbild vorangeht. Eins ist klar, der Ausstieg aus den fossilen Energien wird kommen. Und wer da schneller ist und wer die Technologien bereitstellen kann, um das hinzubekommen, der hat einen Vorteil auf dem Markt. Und das wäre sozusagen der Vorteil, den Deutschland sich hier erarbeiten könnte. Niklas Höhne, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen auch.